Ich glaube, dass wir gut reingekommen sind im Spiel. Wir haben sehr dominant angefangen, hatten noch die andere Tormöglichkeit. Dann hatten wir zwei einfache Fehler im Spielaufbau, das hat Oldenburg gut genutzt. Wir haben auch sehr, sehr gut umgestaltet, standen kompakt. Und dann hatten wir nicht mehr die Einstellung zum Spiel, wie wir sie gebraucht hätten. Das Geläuf wurde immer schwieriger, wir haben dann nicht mehr es geschafft, hinter die Kette zu kommen. Wir haben dann auch zu viel in Fuß gespielt, Oldenburg konnte nach vorne verteidigen. Und dementsprechend hatten wir zu einfache Ballverluste und das wurde dann, wie gesagt, auch bestraft. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel ein bisschen umgestellt. Wir haben versucht, mit tiefen Läufen plus Chipbällen vor die Kette da ein anderes Spiel aufzuziehen. Wurde dann auch besser, hatten auch die eine oder andere Torchance. Nichtsdestotrotz war es bei einigen Spielern deutlich zu wenig. Das muss man auch klar ansprechen. Es war ein erkenntnisreiches Spiel für uns. Das werden wir auch aufarbeiten und auch mitnehmen. Und dann gilt es, das aufzuarbeiten und nach vorne zu schauen.